Okay. Also dieses Jahr sieht es ja anscheinend wirklich so aus, als ob jetzt noch irgendwie das große Mario wird 35 Jahre gefeiert wird. Ich war mir schon nicht mehr sicher, weil die Gerüchte gab es ja schon lange, dass ganz viel Mario-Spiele für die Wii U rauskommen. Ganz viel 3D-Mario-Spiele. Und ich war mir schon nicht mehr sicher, ob das nicht vielleicht wegen Corona abgesagt wurde. Aber jetzt wurde ja ein Twitter-Account entdeckt. Ein Twitter-Account, der AAAAA heißt. Aber das Handle @Mario35 benutzt. Und wenn man auf Passwort vergessen geht, kann man sehen, dass das anscheinend tatsächlich die offizielle Nintendo-E-Mail-Adresse ist, über die auch die anderen Nintendo-Twitter-Accounts registriert sind. Das macht's relativ authentisch. Und im September, glaube ich, wird Mario dann wirklich 35 und vielleicht hat da, oder offensichtlich, wenn es einen eigenen Twitter-Kanal dafür gibt, hat Nintendo da scheinbar wirklich was Größeres geplant. Also, dass wenigstens die Mario-Spiele dieses Jahr oder vielleicht auch dann nach und nach bis zum nächsten Jahr oder so für die Wii U kommen, für die Switch kommen, ist relativ wahrscheinlich. Ob auch sowas wie Metroid Prime noch kommt, da muss man abwarten und hoffen. Aber ich halte es nicht für unmöglich. Im Gegenteil. Seht ihr das? Da blinkt immer wieder unsere Begleiterin auf. Unsere Hilfs-Sheriffin. Die Tochter vom Sheriff. Wenn man über die Schanze springt. Das ist mir beim ersten Mal auch schon aufgefallen. Und jetzt wieder. Die blinkt dann immer kurz auf und steht in der Luft und fällt und verschwindet dann wieder. Sehr gut. Das war auf der Wii und auf der Wii U schon echt schlimm. Die paar EA-Spiele, die EA da rausgebracht haben, waren richtig, richtig scheiße. Mensch, boah, waren das schlimme Ports. Wirklich unspielbar. Da ist wirklich technisch gesehen auch Deadly Premonition 2 noch ein Meisterwerk dagegen. Was die da teilweise verbrochen haben. Das stimmt. Wenn das auf der Switch ähnlich aussieht, dann... Aber zum Glück, wirklich, ich habe wirklich das Glück, gleichzeitig auch irgendwie das Pech, dass mich EA-Spiele irgendwie eh nicht so reizen. Selten, dass mal ein EA-gepublishedes Spiel kommt, das mir wirklich, das ich wirklich auf dem Schirm habe und auf das ich mich freue. Genauso geht es mir eigentlich bei Ubisoft. Ich war vom ersten Assassin's Creed voll fasziniert, aber spätestens bei Assassin's Creed 2.2 hat es dann irgendwie für mich den Reiz verloren und... So richtig gibt's von Ubisoft auch nicht wirklich viel, das mich interessiert. Insofern bin ich da auch gar nicht so enttäuscht, wenn die mal wieder ein Spiel vermasseln oder wenn mal wieder was nicht angekündigt wird oder wenn ein Port scheiße ist. Weil davon gehe ich aus und es interessiert mich auch gar nicht so sehr. Dafür ist, das sind da halt die großen Super-AAA super inszenierten, super teuren Spiele. Und wäre natürlich schon geil, wenn man mal wieder so zum Videospiel Mainstream gehören würde und man mal wieder ein Spiel, das genau dem eigenen Geschmack entspricht, in super pompös AAA kriegen würde. Wäre natürlich toll, aber das wird wohl nie wieder passieren. Ich war immerhin in meiner Jugend so um die 10 Jahre rum, bis zu 16 oder so, war ich voll Mainstream. Da wurden die großen AAA-Spiele genau für mich gemacht, Mario World, und das waren die großen Spiele damals, die genau meinen Geschmack entsprochen haben, super cool. Und jetzt hat sich das halt weiterentwickelt und von mir wegentwickelt oder ich mich auch vom Mainstream, keine Ahnung. Jetzt muss ich halt damit leben, dass ich nur Indie- und AA-Spiele kriege, die mich wirklich fesseln und die ich wirklich gut finde. Und denk mir immer im Hinterkopf so ein bisschen, wie geil wäre das, wenn das so Budget hätte wie ein AAA-Spiel. Aber wahrscheinlich wäre es dann eben nicht so geil. Naja, ich war so sicher, dass du die Zielscheibe diesmal nicht findest. Aber was soll's, Spielschulden sind Ehrenschulden.
Okay, ich werde dir noch mehr über den Krokodilspecht erzählen. Wie alle Spechte hat auch der Korkadenspecht eine sehr lange Zunge. Jetzt denkst du sicher, ist doch logisch. Die Zunge muss ja sein, um bei dem langen Schnabel. Das liegt ja auf der Hand, oder? Aber das ist ein Trugschluss. Die Wahrheit ist so verrückt, da kommst du nie drauf. Der Zungenapparat des Spechts ist nämlich sogar so lange, dass er das Innere ihres Schädel... dass er das Innere ihrer Schädelknochen komplett umrundet. Hä? Dabei dient er als zusätzliches Polster, um den Specht beim Pieksen vor Gehirnerschütterungen zu schützen. Ich kann mir das nicht richtig vorstellen. Der wickelt im Inneren seine Zunge um seinen Schädel, aber unter der Haut oder wie? Ist da alles offen bei dem? Hat der so eine Tasche, wo er die Zunge durchsteckt? Als Polster, als Stoßdämpfer. Ich glaube dem Spiel das, dass das stimmt. Es ist irre. Dabei dient er als zusätzliches Polster um den Specht. Ach so, das haben wir schon gelesen. Ach, das wusstest du schon? Der Eagle Creek Fall. Eagle Creek? Eine kleine Ortschaft in der Nähe von Portland, wo ich einmal in einem Mordfall ermittelt habe. Dem Opfer wurde die Zunge herausgeschnitten und durch ein Loch im Hinterkopf wieder eingefügt. Sehr schön. Ich dachte erst, dass die Tat einen sexuellen Hintergrund hatte, aber das war ein Irrtum. Der Täter hatte sich einfach einen Artgenossen gewünscht. Einen Artgenossen? Es stellte sich heraus, dass der Täter sich für einen Specht hielt. Er hatte sich die Lippen abgetrennt und sich stattdessen einen Schnabel aus Edelstahl angenäht. Mit diesem Schnabel, fickte er, auch das Loch im Hinterkopf des Opfers. Das ist immer so crazy shit, die Fälle, von denen er erzählt. Das finde ich irgendwie gleichzeitig witzig und sehr skurril. Und, ja, ich denke mir immer, irgendwie wäre ein Spiel zu den Fällen auch ziemlich cool. Mit dem Schnabel piekst er auch das Loch im Hinterkopf des Opfers. Wie ein richtiger Specht. Er hatte noch nicht einmal bemerkt, dass die Frau längst tot war, als er ihr die Zunge abschnitt und... Hey! Keiner interessiert sich für deine blutrünstigen Horror-Stories, kapiert? Ich wollte hier über niedliche, harmlose Vögelchen reden. Ausschluss, Sense, ich hab die Schnauze voll für heute. Hier, nimm deinen Preis und schieb ihn dir sonst wohin. Ein gewöhnlicher Teller. Na super. Das war's aber noch nicht. Der letzte Level, klar? Wenn du weitermachen willst, komm morgen Nachmittag wieder. Mann, heute Nacht werde ich bestimmt beschissen schlafen. Ja, das stimmt. Ja, wenn er über die alten Fälle erzählt, das war schon im ersten Teil so, aber hier ist es, glaube ich, noch ein bisschen krasser. Seine FBI-Fälle sind schon immer super. Er erzählt unterm Skateboarden immer wieder, deswegen habe ich den noch so klar im Kopf, von dem einen Mörder, der seinen Opfern die Zungen abgeschnitten hat und dann immer geküsst hat, während die langsam verfault sind. Zungen hat er quasi aufgehoben, um sie immer wieder zu küssen, während die gammeln. Das ist auch so super widerlich. Und sowas erzählt er dauernd. Und es ist auch das Schöne, weil wenn er vertont ist, jetzt gerade war es ja nicht synchronisiert, redet er immer so ganz casual drüber. So, hey, kannst du dich noch erinnern? Der hat ja dann immer diese abgetrennten Zungen geküsst, die langsam verfault sind. Und dann hat er mir aber erklärt, wie man richtig gut küsst auf der Fahrt dann ins Revier. Und das macht's echt witzig. Wenn wir schon hier sind, sammle ich schnell die beiden Bildchen, an die ich mich erinnern konnte, dass die da im Katalog waren. Ich glaube, sonst ist keins mehr von ihm hier. Bei dem war ich mir nicht sicher, aber ich glaube, das ist beim...
Nee, da ein Warnschild haben wir hier nicht. Nee, genau. Na dann, rufen wir unser Auto. Jetzt zum ersten Mal fällt mir gerade auf, wie zur Hölle kommt eigentlich die Wyvern-Autofahrdienstfrau hierher? Weil eigentlich ist hier Wasser und hier ist Wald. Man läuft da selber durch ziemlich verkrautetes Sumpfgebiet. Aber hey, die findet einen Weg. Offensichtlich. So, jetzt dürfte nämlich auch Alexis Diner schon offen haben. Das wäre cool. Hey Nuyen, danke fürs Abonnieren. Voll cool. Freut mich. Schon seit 9 Monaten. Crazy. Warum wird mir das denn hier jetzt gar nicht in meinem Mini-Feed angezeigt? Sollte es eigentlich? Trotzdem danke. Wo? Genau. Kegelhalle. Sag, ach, komm schon. Immer noch geschlossen. Jetzt ist es noch nicht mal 4. Müssen wir noch über eine Stunde. Könnten wir noch. Nee, da rauchen wir schnell. Lassen wir die Zeit schnell verrauchen. Verdampfen. Meine letzten Zigaretten, dann kann ich nicht mehr vorspulen. Manchmal funktioniert das nicht, dass die Kamera in den Himmel schwenkt, wie sie es eigentlich tun sollte. Deswegen steht er jetzt hier und macht gar nichts, anstatt zu rauchen. So ist das eben manchmal. Ja, ich weiß schon, das Assassin's Creed hat ja quasi einen großen Wandel durchgemacht, aber ich habe auch den Ägypten-Teil gespielt eine Zeit lang, aber ich mag diese Ubisoft-Formel einfach nicht. Ich mag's einfach nicht. Deswegen gehört auch Horizon Zero Dawn leider nicht zu meinen Lieblingsspielen, obwohl ich die Welt und die Story und wie die Story erzählt wird und alles super gut finde, wirklich super, super gut. Aber das Gameplay geht mir echt auf die Nerven. Dieses ständige, ich weiß nicht, diese Ubisoft-Formel. Diese Karten voller Fragezeichen, die man abklappern kann. Und diese ständigen gleichen Vorgehensweisen im Kampf und Schleichen und Fallen legen. Und es gefällt mir einfach nicht. Leider. Schade, schade. Mein geplanter neuer Rechner, der liegt auf Eis. Also, das dauert noch sehr lange, bis ich mir wirklich den neuen Rechner holen kann. Ich meine, es kann sein, dass nächsten Monat wieder mal ein Video komplett durchdreht, wie es schon öfter war. Und dann steigen die Einnahmen ganz schön und das wäre gut. Dann geht's schneller. Aber bis jetzt, durch eine Katzen-OP vor kurzem, hat das Sparbuch wieder, das Sparpolster wieder ganz schön geflattened, ausgeleert. Deswegen habe ich jetzt genug Geld, um mir komfortabel die neue PlayStation zu holen, wenn sie kommt. Vorausgesetzt, sie wird nicht zu teuer, sonst wird es nicht ganz so komfortabel. Aber dann ist im Grunde das Sparbuch erstmal wieder leer und muss jetzt erst wieder neu befüllt werden. Aber ja, grundsätzlich arbeite ich dran. Und ich meine, wie gesagt, sowas wie eben so eine Katzen-OP oder dass mal irgendwas kaputt geht, irgendwas Teureres und dann muss man doch wieder an seine Ersparnisse. Das passiert einfach. Damit muss man immer wieder rechnen und das wird immer wieder mal kleine Einschnitte in mein Sparbuch geben. Und deswegen zögert sich das alles halt ganz schön raus noch. Naja, oh, Alexus, habe ich dir schon die Paprika eigentlich gegeben? Nee, stimmt, ich habe die Paprika schon gegeben. Wir sollen jetzt Thymian suchen, ganz genau. Ja, aber wenn wir jetzt schon hier sind, versuche ich nochmal den unmöglichen Wurf. Ich versuche es ein paar Mal. Muss jetzt gar nicht schaffen, dass ich schaffe. Ich versuch's nur einfach. Ein paar Mal. Einfach auf gut Glück. Der Zeig ist knapp die 10 Jahre alt. Das ist natürlich schon ein ordentliches Alter. Also mein Laptop, den ich hier habe, mit dem ich auch streame und so, der ist eigentlich wirklich voll in Ordnung. Und um das geht's gar nicht. Deswegen ist es auch nicht so super dringend. Aber fürs Videos machen ist einfach ein zweiter Rechner eigentlich fast unverzichtbar, wenn man das wirklich im großen Maßstab machen will.
Und mein alter Rechner, den ich hier stehen habe, der ist, glaube ich, auch schon, der kommt auch ungefähr auf 10 Jahre. Ist auf jeden Fall schon auch einiges auf dem Buckel und der, naja, macht's nicht mehr lange mit. Der muss halt dann ersetzt werden, weil ein Rechner alleine. Deswegen streame ich zum Beispiel auch nur von Konsole, weil anders geht's im Grunde nicht. Ich brauche dann einen zweiten Rechner mit ordentlich Power. Und ich will da eben, wie schon öfter gesagt, auch keine Kompromisse mehr machen. Nicht mehr irgendwie so sagen, so, naja, okay, der tut's ja auch und dann in 2 Jahren ist er doch wieder nicht mehr up to date. Ich will jetzt keine Kompromisse mehr. Natürlich auch nicht total irre übertreiben, aber soll schon einfach ein gutes Arbeitspferd sein, ein gutes Zugpferd, das lange Jahre mir treue Dienste leistet. Machst du nochmal Skyrim und seine Geschichten? Ich habe drüber nachgedacht. Ich glaube, ich würde das auch gern wieder fortsetzen und werde das vielleicht auch wieder fortsetzen. Ich muss halt ganz ehrlich sagen, dass die Videos leider einfach nicht so gut laufen. Und deswegen investiere ich meine Energie und Zeit, vor allem die begrenzte Zeit, dann doch lieber in Videos, von denen ich weiß, dass sie besser laufen. Ich bin halt als jemand, der einen Großteil seiner Einnahmen über YouTube generiert, halt doch einfach eine Click-Whore. Was soll ich sagen? Aber grundsätzlich habe ich... Oh nein! Ah! Grundsätzlich habe ich schon Bock und auch vor, dass ich das schon nochmal fortführe und weitermache, die Geschichten. Wenn jetzt vielleicht der Let's Play-Kanal ein bisschen etablierter ist, also was heißt etablierter, aber wenn der versorgt ist mit Videos dann erstmal wieder und da die Playlists aktualisiert sind, das alles passt und ich trotzdem noch gut hinterherkomme mit meinen Special-Videos auf dem Hauptkanal, dann habe ich eh vor, dass ich auf dem Hauptkanal so kleinere Videos wie diese Skyrim-Geschichten unter der Woche mal so einstreue ab und zu. Das wäre so der Plan. Also grundsätzlich vielleicht schon, hoffentlich. Bald. Tierarztrechnungen kenne ich. Seit letztem Jahr haben wir dasselbe. Haben wir deshalb unserem Wauzi krankenversichert. Habe ich auch drüber nachgedacht, aber ehrlich gesagt, bei 3 Katzen, das kostet im Monat so viel, da geht auch wirklich eine teure OP im Jahr ohne Probleme. Insofern lohnt sich das irgendwie nicht so wirklich, habe ich das Gefühl. Naja, mal schauen. Hallo, Bierdidi, hallo. Ja, stimmt, witzig. Du warst ja da beim letzten Mal mit dabei. Ich habe gerade wieder angefangen. Ich habe seitdem ganz viel andere Sachen gemacht im Spiel. Ich musste jetzt zufällig wegen der Quest hier rein und habe mir gedacht, jetzt kegeln wir noch mal ein bisschen. Aber ich bin jetzt gar nicht, ich will es jetzt gar nicht irgendwie großartig so lange versuchen, bis ich schaffe. Ich mache jetzt ein paar Würfe, vielleicht haben wir Glück, wäre cool. Aber ich muss nachher in die Kneipe und noch einen Cocktail trinken. Ich habe eh nicht den ganzen Tag Zeit jetzt hier. Also ich meine, im Spiel, in Wirklichkeit gehe ich nirgends mehr hin und trinke nichts mehr. Ich trinke doch Cola, doch. Oh nein! Oh, der hatte Kontakt. Der hatte Kontakt mit dem einen letzten Kegel. Mensch, das war wahrscheinlich der knappeste Wurf bis jetzt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Na, das war wieder gar nichts. Na, gar nichts auch nicht, aber nicht genug. Nein, nein, das wollte ich nicht. Das ist jetzt total blöd. Da müssen wir einfach sehr viel Drall geben, dann passt's wieder. Naja, war gar nicht so schlecht. Ach ja, das die Internetprobleme kenne ich. Dass man nicht streamen kann wegen Internetprobleme, kenne ich. Jetzt ist das zum Glück, ich will es nicht verschreien, aber einigermaßen gut. Ich hatte schon öfter Streams, wo es eine Zeit lang dann irgendwie immer wieder gesponnen hat oder kurze Einbrüche gab, aber im Großen und Ganzen läuft das Internet jetzt eigentlich, das Internet eigentlich ganz gut. Zum Glück. Ach. Mein PC baue ich mir lieber selber, das stimmt. Nicht nur wegen des Preises. Ich verlasse mich lieber auf meine eigene Schraubfertigkeit. Nee, auf die verlasse ich mich lieber nicht bei mir. Ich habe zwar vor, den Rechner, wenn dann mal das Geld zusammen ist, schon auch
zusammenzustellen, aber ich werde den bei so einem Service bestellen, bei so einer Internetseite. Oh, come on! Die mir den dann auch selber zusammenbaut. Also wegen, weil das kostet teilweise bei den Seiten echt nicht viel. Und bevor ich was kaputt mache beim Zusammenbauen, lasse ich das lieber die Profis machen, das passt schon. Aber ich stelle mir den grundsätzlich auch zusammen, auch weil es halt einfach auch zukunftsträchtiger ist als so ein Laptop hier. Weil wenn ich dann halt mal mehr Arbeitsspeicher brauche, wenn ich halt mal eine neue Festplatte, oder ja auch, aber ich wollte Grafikkarte sagen, brauche, muss im Grunde nur aufs Motherboard achten, dass das auch wirklich, na, dann kommen die mit einem neuen Standard daher insofern. Aber trotzdem, ist halt einfach zukunftsträchtiger und man muss nicht gleich einen neuen Rechner kaufen, wenn mal irgendwie die Leistung fehlt. Insofern. Nee, ich habe schon alles durchprobiert. Ich habe das hier schon 100 Stunden gemacht und das ist die beste Strategie. Ich habe am Anfang immer noch ganz viel angeschnitten und Curves. Braucht man alles nicht. Einfach ganz an den Rand gehen, eine möglichst gerade Kugel schieben und hoffen. Das funktioniert. Und die linke Seite ist aus irgendeinem Grund besser. Weil wenn ich das rechts mache, bleibt immer der eine Kegel stehen. Der eine ganz linke Kegel auf der rechten Seite bleibt immer stehen, wenn ich so werfe. So ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ein Kegel, der rüberfliegt, alle drei abräumt wie andersrum. Klingt komisch, aber scheint so zu sein. Aber genau so funktioniert's. Und jetzt noch ein bisschen Glück und dann haben wir es nämlich. Ich glaube, im letzten Stream habe ich das wirklich ungefähr fast eine Stunde probiert, oder? Fast. Wenn der ein bisschen zu weit links angeschnitten ist, dann geht's nicht. Der muss möglichst gerade, ruhig ein bisschen rechts drall, aber nur ein bisschen. Und dann habe ich eine Chance. Aber allzu lange machen wir das jetzt auch gar nicht. Das war zu viel. Ja, das ist cool. Ich habe da im Kopf auch einfach immer noch so ein bisschen die guten alten Zeiten, in der eine Grafikkarte quasi nach einem halben Jahr veraltet war. Und der Arbeitsspeicher auch schon nicht mehr gereicht hat. Nächstes Wochenende. Nachdem er aufgerüstet hat. Inzwischen ist das ja alles nicht mehr ganz so krass. Inzwischen hat das alles ja eine längere Haltwertdauer. Haltbarkeit. Ach, come on. Ah, vielleicht gar nicht so schlecht. Komm schon, das gibt's nicht. Ich glaube, diesen einen Kegel haben die festgekleistert da vorne. Ich glaube, da ist unten so ein kleiner Pin, so eine kleine Nadel. Wahrscheinlich. Wie auf dem Jahrmarkt, also wie man sich's vorstellt auf so einem Jahrmarkt, bei so einer getürkten Bude, die irgendwie hier, ne, genauso. Wie man es in den Simpsons immer sieht oder so. Ich kenne das ehrlich gesagt nur aus amerikanischen Filmen oder Serien, dass so Buden irgendwie schummeln. Wenn du so ultra viel Linksdrall machst, also so viel wie möglich, dann fällt er einfach runter. Ach so, links. Ich könnte mal machen. Aber ich glaube, das weiß ich nicht. Nee. Ach so, links. Doch, das stimmt schon. Ich habe es vorher falsch gesagt. Linksdrall ist erlaubt, rechts nicht. Wenn ich ultimativ Linksdrall mache, dann fällt er einfach runter. Ich glaube, jetzt fällt er eh schon runter von der Bahn. Genau. Das geht nicht. Nur ganz wenig. Es darf nicht nach rechts, sondern nur ganz leicht links. Ich habe es vorher falsch gesagt. Ich habe eine Links-Rechts-Schwäche. Das ist beim Autofahren auch immer super. Rechts, rechts. Ja, welches rechts denn?
Versuchen wir das mal. Jetzt bin ich schon wieder gehuckt. Ich habe dir gerade noch gesagt, ich will es nicht zu lange machen, aber jetzt denke ich, ach komm schon. Gleich haben wir es geschafft. Das war wieder zu viel.